Das Problem im THW war eigentlich, ich habe hier sehr viel gemacht im THW und wurde dann vom damaligen Ortsbeauftragten von Waghäusel ziemlich reingelegt. Am Peter- und Paul-Fest war das damals. Die haben mir mitgeteilt, ich kann da privat anfahren, weil ich noch zu lange Arbeiter hab müssen an dem Tag. Und dann haben sie mir unterstellt, ich hätte hier gegen Dienstvorschriften verstoßen oder ähnliches. Dann hat man mir eine Abmahnung ausgesprochen, die habe ich bis heute nicht bekommen. Und dann haben sich noch Landesbeauftragte eingeschaltet vom THW aus Stuttgart und etc., die mich gebeten haben, ich soll bitte nichts sagen über die Vorkommnisse im THW. Und am Ende, ein Jahr später, nach viel Gerede vom THW, hat mich dann der Ortsbeauftragte vom THW Waghäusel entlassen mit dem Kündigungsgrund Sonstiges. Das war eine Riesenschweinerei. Ich habe fürs THW sehr viel gemacht. Ich habe denen damals noch ein Auto gespendet, sogar frisch lackiert, TÜV AU neu und vollgetankt. Ich habe es dann ans THW übergeben, das Fahrzeug. Und dann haben sie es tatsächlich noch 2 Jahre stehen lassen, bis der TÜV abgelaufen war. Und danach hat man noch die Fahrzeugpapiere verloren. Und da hat man vor der Kündigung von mir noch verlangt, ich soll ein Papier unterschreiben, dass man frische Fahrzeugpapiere ausstellen lassen kann. Gut, das habe ich gemacht. Ich habe ja nicht gedacht, dass die dann so falsch sind vom THW. Und das habe ich halt dann bitter bereut. Danach hatte das THW gegen mich noch eine Verdachtsanzeige geschaltet bei der Polizei. Das ging dann aber nach hinten los. Und später musste sich dann der Polizeichef bei mir persönlich entschuldigen für die Vorkommnisse im THW und hat sich dann auf den jahrelangen Rechtsstreit berufen, was das THW bzw. das THW Waghäusel und THW Dettenheim mit mir gemacht hat. Auf Anfragen wird eigentlich überhaupt nicht reagiert zu dem Sachverhalt. Man will da keine Stellungnahme mehr abgeben, etc. Ja, also eine sehr schlechte Erfahrung für mich im THW, obwohl ich so viel gemacht habe und getan habe. Also ich empfehle den Leuten dann immer wieder aufzupassen, auch im THW und im Ehrenamt. Die arbeiten da etwas psychologisch, kann man sagen. Die stellen dann solche Fragen, definiere das mal als etwas genauer, dass sie dich dann zum Reden bringen. Und dann muss man ein bisschen aufpassen, dann wird man dann schon reingelegt, kann man sagen, dass sie dich dann abschießen wollen. Die sind besonders interessiert an privaten Informationen, dass sie wissen, um wen es sich handelt. Und je mehr sie von einem wissen, je kürzer ist dann die Dienstzeit im Ehrenamt. Und obwohl es eigentlich da einen gesetzlichen Paragraphen gibt im THW, dass mir keine Nachteile erwachsen dürfe, hat man trotzdem Nachteile. Es interessiert einfach keinen. Da kriegt man eine Kündigung, wie ich schon gesagt habe, mit Kündigungsgrund Sonstiges, interessiert niemanden. Man kann auch nicht zum Rechtsanwalt gehen oder ähnliches. Die Gerichte lehnen das ab und berufen sich dann darauf, dass das ja eine ehrenamtliche Tätigkeit ist. Also man hat dann als ehemaliger THW-Helfer also richtig Probleme und die muss man dann einfach schlucken, die kriegt man dann nicht mehr weg. Und Hilfe gibt's keine, da gibt es nur noch mehr Probleme. Das war jetzt mal meine erste Geschichte fürs THW. Vielleicht machen wir noch mal ein zweites Video,
Da könnte man auch die ganzen Briefe einblenden, die mir da damals die Landesbeauftragten geschickt haben, etc. Ich habe noch E-Mails zu Hause und habe den ganzen Fall dokumentiert und habe noch Briefe von der Polizei und so weiter. Aber ein Riesenproblem, interessiert keinen. Und damit verabschiede ich mich für dieses Video. Ich als ehrenamtlicher, ehemaliger THW-Helfer, den man entlassen hatte mit Kündigungsgrund, sonstiges, wie man es ausspricht. Also eine riesen Schweinerei. Vielen Dank.